Guten Abend nach Deutschland, guten Morgen hier in Kalifornien, im wunderschönen sonnigen Mountain View, Kalifornien. Hier hat eben die Google-Entwicklerkonferenz I.O. stattgefunden, beziehungsweise findet noch statt, auch morgen noch. Da gibt es etliches Tolles zu sehen und ich bin leider nicht da, sondern ich sitze hier in meinem Keller, hab sie für euch im Internet geschaut und ja, es ist natürlich die Entwicklerkonferenz, das heißt, es gibt etliches Interessantes zu berichten, aber auch viel nicht so Interessantes. Die Konferenz ging sage und schreibe 2,5 Stunden. Ja, war wie gesagt gar nicht so uninteressant, aber es hat sich halt sehr in die Länge gezogen. Vor allem für mich als Nicht-Entwickler, womit wir auch schon bei dem ersten Punkt sind, warum ich nicht in Kalifornien bin. Ich bin eben kein Entwickler. Und deshalb habe ich auch keine Eintrittskarte gekriegt und auch keine tolle Smartwatch geschenkt. Aber dazu später mehr. Ja, wir gehen jetzt erstmal darauf ein, was wurde vorgestellt. Also Android 5, Codename L. Und ich nehme an, das L steht entweder für Lollipop oder Licorice. Und ja, das heißt Lakritz. Ja, wie gesagt, normalerweise ist ja bei Android das so, das wird nach irgendwas Süßem benannt, siehe KitKat, siehe, Moment, wie hießen sie denn? Eclair war, glaube ich, das erste. Frozen Joghurt, also ein Joghurt-Eis, um nur mal ein paar zu nennen. Auf jeden Fall gibt es auf der Entwicklungsseite was ganz Neues. Das neue Framework für Apps mit über, ich glaube, 4000 neuen APIs für die Entwickler nennt sich Polymer Design Framework. Ich lese es ab, weil ich konnte mir das nicht merken. Das neue Designkonzept nennt sich Material Design und das bedeutet, dass alles so ein bisschen dreidimensional dargestellt wird. Ich werde euch davon ein paar Bilder einblenden hier oben. Ja, wie gesagt, also Material Design. Zum Beispiel in euren Benachrichtigungen, die, wenn ihr sie durchscrollt, wie so Karteikarten über den Bildschirm wandern und einen Schatten werfen, übereinander zu stapeln sind. Ja, ganz interessant, also wirklich gut gemacht, sieht wirklich spitze aus, und soll wohl auch kaum Ressourcen verbrauchen. Ressourcen, womit wir beim nächsten Thema wären, es soll natürlich, nachdem Apple jetzt diese Programmiersprache vorgestellt hat, mit der es möglich sein soll, nahezu Konsolen, PC-Grafik auf Mobile Devices darzustellen, muss natürlich Google hinterherziehen. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie es genannt haben. Auf jeden Fall haben sie gezeigt, wie eine Unreal 4 Demo auf einem Tegra 4-Gerät, glaube ich, war es gelaufen ist. Und ja, das war also sehr beeindruckend. Ja, nahezu, wie gesagt, Konsolenqualität. Auch wenn es dabei ein paar kleine technische Schwierigkeiten gab. Interessant war es allemal, was da so auf uns zukommt. Das allergrößte Thema auf dieser I.O. waren allerdings die sogenannten Wearables. Jeder, der da auf dem Teppich stand, der da vorne auf der Bühne stand und was zu sagen hatte, hatte eine Smartwatch am Arm. Wearables heißt aber natürlich nicht nur Smartwatches, sondern eben auch so Sachen wie Google Glass, oder vielleicht auch irgendwann mal, keine Ahnung, T-Shirts mit eingebautem Display. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Smartwatches sehen schon ganz gut aus. Man hat natürlich nichts gehört zu Akkulaufzeit und was weiß ich. Das ist natürlich auch Sache der Entwickler. Sie haben aber auf jeden Fall zugesagt, dass noch heute im Laufe des, bei denen natürlich Tages, bei uns im Laufe der Nacht, auf Google Play, zwei Geräte bestellbar sein werden. Und zwar unter anderem, ich lese es ab, die LG G, eine Uhr von LG mit dem Namen G. auch viereckig. Die Samsung Gear Live von Samsung natürlich.
wie gesagt, ich bin gespannt. Ich gucke dann gleich mal, ob ich was finde. Wenn ja, blende ich es euch auch wieder hier ein. Und dann im Laufe des Jahres noch die Moto 360, also von Motorola. Und das Interessante an dieser Uhr ist, die hat ein rundes Display. Deshalb hat man die Entwickler auch dazu angehalten, das ist nämlich erste Uhr mit rundem Display. Leute, wenn ihr eure App-Ideen macht, dann denkt an die runden Uhren. Und es gibt da auch ein ganz interessantes System, also so sollte es zumindest sein. Das wird ungefähr so funktionieren: Ihr habt eure App vom Pizzalieferdienst auf eurem Handy installiert und gleichzeitig wird dann auf eurer Smartwatch die passende App zusätzlich installiert. Das hat er auch vorgeführt. Seine Uhr hat ihm gesagt: Hey Junge, es ist jetzt 10 Uhr, irgendwas war es, und sagte: Da hast du das letzte Mal eine Pizza bestellt, willst du das nicht wieder machen? Und dann ist er hergegangen, hat so mit zwei Swipes, hat er gesagt, 20 Sekunden länger dauert das nicht, mit zwei Swipes ist er rüber, hat sich das angeklickt und dann konnte er auswählen, was er essen möchte, hat natürlich dann wieder die Pizza gewählt und konnte sogar die letzte Bestellung einfach wiederholen und sogar mit Google Wallet bezahlen. Google Wallet. Ja, Wallet. Ich stelle euch dieses als Klingelton zum Download zur Verfügung. Ist bestimmt witzig, wenn dann euer Telefon Wallet macht. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich auch bei uns in Deutschland, glaube ich, wird sich das nicht durchsetzen. Sie wollten das ja groß machen. PayPal, denke ich, ist da der Vorreiter. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, ebenso lässt sich alles Mögliche auf eurem Handy fernsteuern von der Uhr aus. Ihr nehmt zum Beispiel an, ihr lauft auf dem Bahnsteig. Ihr wisst, ihr habt noch 30 Sekunden, um euren Zug zu erreichen. Und in dem Moment klingelt das Telefon. Ihr könnt dann schnell gucken, wer ruft mich an auf der Uhr. Es ist Tante Gerda, die keine Ahnung, was von euch will. Auf jeden Fall könnt ihr dann mit einem Swipe eine SMS schicken, von wegen, ja, ich kann gerade nicht. Wie gesagt, alles ganz, ganz durchdacht eigentlich auch. Ja, fand ich eine ziemlich coole Funktion, muss ich sagen. Ja, des Weiteren haben sie da natürlich die Entwicklungsumgebung für vorgestellt, die heute noch zum Download zur Verfügung stehen soll. Das heißt, wenn ihr Entwickler seid, schaut es euch einfach mal an. Ja, man kann die Uhr zum Beispiel auch, man kann sie auch fernsteuern per Sprachbefehl. Man kann zum Beispiel sagen, hey, Google, such mir mal XY und dann kriegt ihr zum Beispiel, ihr könnt euch eine Markierung setzen auf einer Karte per Sprachbefehl. Ihr könnt SMS verschicken, ihr könnt euch Nachrichten hinterlassen, also sowas wie hier, mach mir mal eine Erinnerung, wenn ich nach Hause komme, dass ich den Müll rausstelle und dann erkennt eure Uhr bzw. das Telefon, wann ihr zu Hause seid und dann vibriert eure Uhr und sagt, hey, Müll rausstellen. Wie gesagt, ganz nette Funktionen. Ich werde euch da vielleicht auch den. Ich wisst ihr, was ich mache? Ich verlinke euch die komplette I.O. hier unten und schaut's euch an oder lasst es sein. Auf jeden Fall, ich werde es weiter zusammenfassen. Was noch war interessant zum Beispiel war Android Auto, also die Autofunktion von Android. Ich werde euch hier oben gleich mal einblenden, welche Hersteller das unterstützen werden. Was ich noch weiß, ist Jeep, VW, Audi und sogar Opel war dabei. Ja, eigentlich eine ganz coole Sache. Und zwar wird das so sein, das ist Display im Auto mit Touch-Funktionalität und ihr schließt euer Android-Telefon per USB an, was den Vorteil hat, das wird beim Fahren geladen und ihr habt dann Zugriff auf eure kompletten Daten, inklusive Kontakte, inklusive eure Musik. Ja, und wenn Nachrichten oder Anrufe kommen, werden die natürlich dann direkt durchgestellt bzw. vorgelesen. Ihr könnt dann sagen, hey Google, antworte doch mal, ich bin in 15 Minuten da und ja, so Sachen. Also es wird dann auch so sein, das ist natürlich alles kontextuell, das heißt, der kennt ihr seid im Auto und dann werden euch natürlich solche Sachen angeboten wie, hey, ich fahre gerade, genau, solche einfachen Antwortmöglichkeiten, die ihr dann vorauswählen könnt. Ja, wie gesagt, oder navigiere mich mal zum nächsten Starbucks oder was weiß ich. Also das lässt sich dann natürlich alles recht gut umsetzen.
Ja, wie gesagt, das finde ich zum Beispiel auch eine coole Sache, wenn sich das irgendwie vereinheitlichen ließe, weil ich weiß nicht, ob ihr das noch miterlebt habt, aber die Zeiten früher mit den ersten Handys und dann hatte der eine hatte ein Nokia-Gerät und der andere hatte dann aber ein Motorola und das hat nicht miteinander funktioniert. Das heißt, man konnte sie nicht anschließen und laden und so. Das ist ja alles nicht mehr Sache, seit es diese einheitliche Ladesache gibt, bis auf, ich sag das böse Wort mit A und PPLE, das sage ich nicht so gerne, die ja auf jeden Fall auch ihren eigenen Stecker immer noch machen, warum weiß keiner. Aber ja, wie sich das weiterentwickeln wird, ob sich das durchsetzt. In Amerika, wie gesagt, sehe ich halt schwarz, weil der Großteil der Smartphones da natürlich noch mit iOS läuft. Wie gesagt, mal gucken. Aber ganz interessante Anwendungsmöglichkeiten. Auch dafür wird die Entwicklungsumgebung zum Download bereitstehen. Wie gesagt, schaut es euch an, wenn ihr Interesse habt. Das dritte große Thema war Smart TV, beziehungsweise die Nutzung als zweites Screen. Zum Beispiel, ihr sitzt abends zusammen, labert über dies und jenes, trinkt noch ein Bierchen oder vielmehr einen O-Saft. Ja, und dann sagst da, keine Ahnung, hast du schon das neue Pixelspaß-Video gesehen? Und dann sagen die anderen, nein, natürlich nicht. Oder beziehungsweise, ach klar, die kennen wir alle. Nee, aber ihr könnt dann zum Beispiel mit einem Klick mein neuestes Video auf dem großen Fernseher anschauen. Oder zum Beispiel, ihr könnt so eine Art Screensaver laufen lassen. Ihr hört Musik und währenddessen laufen da Bilder entlang aus Museen oder Sehenswürdigkeiten aus der Gegend. Das lässt sich halt dann auch wieder bei einem Urlaub sehr schön umsetzen. Ganz interessante Ansätze auch da und auch da lässt sich natürlich das SDK für runterladen, wenn ihr Interesse habt. Ja, das war im Großen und Ganzen die Sache mit den Secondary Screens und Einsatzmöglichkeiten. Was noch angesprochen wurde, war unter anderem Google Play Games. Das wird natürlich auch vermehrt eingesetzt, beziehungsweise man hofft, dass die Entwickler da noch ein bisschen nachlegen. Wir haben dann natürlich, wie das immer so ist, ja, das wird auf so viel Prozent und bla und über so viel Millionen Nutzer. Ja, das ist alles geschönt und wie auch immer, auf jeden Fall werden da jetzt auch so Funktionen hinzugefügt wie beim Game Center unter iOS, dass Spielstände zum Beispiel auf anderen iOS-Geräten benutzt werden können. Das wird jetzt bei Android genauso hinzugefügt. Das heißt, ihr habt auf eurem Telefon gespielt, möchtet das Spiel fortsetzen auf dem Tablet von eurem Vater zum Beispiel, dann müsst ihr euch nur einloggen mit eurem Benutzernamen und dann könnt ihr euren letzten Spielstand zum Beispiel mit Screenshot herunterladen, könnt euch angucken, wo ihr wart, könnt das auch verteilen und ihr könnt euch eigene Ziele setzen, die ihr bis dann und dann erreichen wollt und das mit euren Freunden vergleichen. Ja, halt alles sehr auf Social Media mäßig. Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall gespannt, was davon umgesetzt wird. Ebenso, was sich noch ändern wird an der neuen Oberfläche von Android 5, also L, und was da so auf uns zukommt. Ja, wie gesagt, das war's von mir aus meinem Keller. Und wir sehen uns bei einem meiner nächsten Videos wieder. Ja, wenn euch das gefallen hat, lasst einen Kommentar da und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.